Dagegen dennoch der Zwischenstand von 4:1 für Grenzau sprach natürlich ganz für die Worte von Steffen Fetzner. Fredrik Håkansson, dem Rücken zu uns, er sollte seine Mannschaft Ochsenhausen zumindest auf 2:4 heranbringen gegen Lushan Brosczyk. Der Schwede im Moment vielleicht der Spieler der Stunde, nicht nur in der Bundesliga, sondern überhaupt in diesem Jahr in Schweden zum Spieler des Jahres gewählt. Allerdings, er hatte seine Probleme. Den ersten Satz, den hat er deutlich beherrscht, auch am Schluss etwas nachgelassen. Dennoch mit 21:16 ging er an ihn. Im zweiten dann aber kam die Wende zugunsten des Polen. Lushan Brosczyk, 21:17, der zweite Durchgang an Brosczyk. Und wir schauen auf Tisch 2 und die entscheidenden Phasen des dritten Satzes an. Leichtes Kopfschütteln bei Fredrik Håkansson. Der hat sich das wohl etwas einfacher vorgestellt. Bilanz im hinteren Parkkreuz von 9:1. Einmal wurde er vorne eingesetzt. Und da setzte er sich gegen Ding Song durch. Man kann davon ausgehen, dass er in der Rückrunde in Ochsenhausen für Masunov nach vorne rückt. Eigentlich seine Stärke, die Vorhand. Da fackelt er nicht lange. Aber wie gesehen, geht nicht immer gut. Eine der vielen Stärken des Gegners von Lushan Brosczyk, der Aufschlag. Sieht dann für den Laien oft nach einem dummen Fehler des Gegners aus, aber diese Fehler sind erzwungen. Unheimlich schwer auszumachen, diese Aufschläge des Polen. Immer wieder die Faust. Ganz wichtig, vor dem letzten Seitenwechsel nicht nur herangekommen zu sein, sondern sogar die Führung übernommen zu haben. Und aus 10:8 wurde ein 16:11. Lushan Brosczyk. Eine Situation, auf die Fredrik Håkansson nicht reagieren konnte. Brosczyk deutet es an. Der Ball hat die Kante berührt. Punkt also für Håkansson. Allerdings mit dem hohen Druck, der auf ihm lastete, eindeutig nicht umgehen konnte. Er wusste natürlich, wie alle seiner Teamkollegen, wie alle der etwa 1000 Fans in der Halle, eine Niederlage und damit ein 1:5. Das wäre so gut wie unmöglich noch aufzuholen. Man hatte sich in Ochsenhausen nach den beiden glatten Erfolgen in den Pokalwettbewerben ja so viel ausgerechnet gegen Grenzau. Ein letztes Aufbäumen von Fredrik Håkansson. Thank you.
Eigentlich hätte das ein sicherer Punkt für den Schweden sein müssen. Aber auch in dieser Phase eindeutig Lushan Boščić. Nicht unbedingt der bessere Spieler, aber der mit den besseren Nerven. Fünf Matchbälle für den Polen. Er verwandelt gleich den ersten und damit eine überraschend glatte 5:1 Führung für Grenzau. Jetzt musste schon ein kleines Tischtenniswunder passieren.